rufe auf den Tagesordnungspunkt 7. Erste Beratung des von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwurfs zur Beschleunigung von verwaltungsgerichtlichen Verfahren im Infrastrukturbereich. Für die Aussprache wurde eine Dauer von 68 Minuten vereinbart. Ich eröffne die Aussprache, und das Wort hat zuerst für die Bundesregierung der Bundesminister Dr. Marco Buschmann. Herr Buschmann, vielleicht warten wir noch ein paar Sekunden, bis die Gratulationen vorüber sind. Ich dachte, die seien alle hier wegen der Planungsbeschleunigung. Ja, ich habe auch gedacht, es bleiben alle für die Planungsbeschleunigung hier. Ja, ja, einige haben das geglaubt, weil ich habe ja so einen verdächtigen Vornamen. Ja, alles gut. Alles gut. Sie geben mir ein Zeichen, wenn Sie glauben. Ich kündige Sie nochmal. So, ich denke, wir können jetzt mit der Debatte beginnen. Das Wort hat der Bundesminister Dr. Marco Buschmann. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, wir haben viel vor in diesem Land. Wenn wir die Energiewende schaffen wollen, dann brauchen wir neue Stromtassen, smartere Netze. Wenn die Dekarbonisierung der deutschen Industrie gelingen soll, dann brauchen wir jede Menge neue Pipelines für Wasserstoff, für Ammoniak. Und wenn wir eine moderne Volkswirtschaft bleiben wollen, dann brauchen wir natürlich Maßnahmen, um unsere leider viel zu marode Infrastruktur zu modernisieren. Wir müssen Straßen, wir müssen Brücken und die Schiene ertüchtigen. Und all das hat eine Voraussetzung, nämlich zum Teil sehr komplexe und langwierige Planungs- und Genehmigungsverfahren. Und auch im internationalen Vergleich müssen wir sagen, die dauern zu lange. Die Zukunft wartet nicht auf uns. Wir brauchen hier mehr Geschwindigkeit. Deutschland braucht mehr Tempo bei Planung und Genehmigung, meine lieben Kolleginnen und Kollegen. Die gute Nachricht ist, das können wir auch. Wir haben das schon einmal gezeigt. In Anbetracht der Herausforderung einer drohenden Gasmangellage haben wir bei den LNG-Terminals gezeigt, dass wir komplexe Planungsverfahren und sogar die Umsetzung in ganz kurzer Zeit schaffen können, meine Damen und Herren. Das ist ein Erfolg, auf den dieses Land stolz sein kann. Und ich finde, das kann man an dieser Stelle auch noch einmal sagen. Wir sind stolz auf diese große Leistung, die das Land vollbracht hat. Und das Falscheste, was man jetzt tun kann, das wäre, diesen Erfolg gewissermaßen unter einen Glaskasten zu setzen, ins Museum zu stellen, ehrfürchtig ihn zu bewundern und damit gedanklich abzuhaken. Sondern dieser Erfolg muss doch jetzt der Prototyp sein. Das LNG-Tempo muss die neue Richtgeschwindigkeit in Deutschland bei Planung und Genehmigung sein, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und das kann man nicht mit einer Maßnahme alleine machen. Wir machen heute den ersten Schritt. Wir machen Ihnen Vorschläge für eine Novelle der Verwaltungsgerichtsordnung, weil all diese komplexen Planungs- und Genehmigungsverfahren regelmäßig auch vor Gerichten landen. Und da haben wir eine ganze Reihe von Vorschlägen, wie wir auch hier Tempo zulegen können. Wir wollen den Gerichten die Möglichkeit geben, herausragend wichtige Projekte zu priorisieren, um dort schneller zu Entscheidungen zu kommen. Wir wollen den Gerichten die Möglichkeit geben, auch zu beschleunigen, wenn offenkundig kleinere Mängel vorliegen, die selbstverständlich beseitigt werden. Da kann es doch nicht sein, dass man immer wieder bei Null anfängt, sondern da muss man auch schneller vorankommen. Stichwort bessere Heilungsmöglichkeiten für solche Fehler. Wir wollen künftig einen ersten frühen Termin ermöglichen. Da haben sich ja die Koalitionsfraktionen und auch die Parteien, die dahinter stehen, im Koalitionsvertrag darauf geeinigt. Und der Hintergrund ist natürlich, die Verhandlungen früh gut zu strukturieren und auch die Möglichkeiten auszuloten, vielleicht eine gütliche Einigung zu finden und den Prozess sozusagen nicht bis zum bitteren Ende führen zu müssen. Wir wollen auch bei den Gerichten die Möglichkeit einräumen,
dass wenn man feststellt, dass eine Maßnahme reversibel ist, also sprich, dass hinterher, wenn sich herausstellen sollte, dass sie vielleicht doch nicht in Ordnung ist, aber zu 100% wieder zurückgeführt werden kann, dass man dann auch trotzdem schon einmal, wenn die endgültige Entscheidung nicht da ist, trotzdem schon einmal beginnen kann, weil das Risiko eben überschaubar ist, dass ein bleibender Schaden zurückbleibt. Und wir wollen beispielsweise dafür sorgen, dass die klägerische Seite ihre Argumente bitte alle sofort auf den Tisch legt. Es soll nicht so sein, dass die Argumente nur scheibchenweise vorgetragen werden. Erst mal ein Argument und dann verhandelt man. Hat man es gelöst, dann kommt die klärische Seite und sagt, ah, ich habe noch ein Argument und noch ein Argument. Sondern es soll gelten, jeder soll alles vortragen können. Aber jeder soll seine Argumente sofort auf den Tisch legen. Und Fachleute sprechen hier von prozessualer Präklusion. Und es ist ein echter Fortschritt, dass wir das jetzt möglich machen, meine Damen und Herren. Wir wollen Expertise bündeln, um auch sozusagen durch Spezialisierung Tempo zu gewinnen. Und meine Damen und Herren, ich habe mich sehr gefreut, dass im Vorfeld dieser Beratung, da haben sich ja auch viele sachkundige Kreise mit diesen Vorschlägen befasst, da hat mich sehr gefreut, dass der Deutsche Städtetag, der Deutsche Industrie- und Handelskammertag, der Deutsche Landkreistag, Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft, Bundesverband Windenergie, sie alle begrüßen diese Vorschläge und halten sie für gut geeignet, dass wir das schaffen, was wir brauchen, nämlich mehr Tempo in Deutschland, meine Damen und Herren. Und deshalb möchte ich eins sagen, mit diesem Gesetz alleine erreichen wir das große Ziel natürlich noch nicht. Das behauptet ja auch keiner. Aber auch ein langer Weg beginnt mit einem ersten Schritt. Den gehen wir heute. Darüber freue ich mich. Und ich freue mich vor allem über zügige und konstruktive Debatten im Parlament über diesen Vorschlag der Bundesregierung. Herzlichen Dank. Nächster Redner für die CDU-CSU-Fraktion, Stefan Meyer. Sehr verehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, ich möchte eines vorausschicken. Die CDU-CSU-Bundestagsfraktion unterstützt vom Grundsatz her die Intention der Bundesregierung, dass wir schneller und besser werden müssen in Deutschland, was die Realisierung von Infrastrukturvorhaben anbelangt. Im Energiebereich, aber genauso im Verkehrsbereich. Wir sind uns hier, was die Grundintention anbelangt, durchaus einig. Ich möchte auch nicht verhehlen, und das ist mir auch sehr wichtig, darauf hinzuweisen, dass die Beschleunigung des verwaltungsgerichtlichen Verfahrens natürlich nur ein Aspekt ist, wenn es darum geht, insgesamt schneller zu werden. Deutlich mehr Beschleunigungspotenzial besteht im Bereich der Planung und der Genehmigung. Mit Sicherheit mit dem Faktor 5:1, was das Beschleunigungspotenzial anbelangt. Und, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, ich möchte auch deutlich darauf hinweisen, dass wir als CDU-CSU-Fraktion und die CDU-CSU in der Bundesregierung in der letzten Legislaturperiode in mannigfaltiger Weise darauf hingewirkt hat, dass wir insgesamt schneller werden, was die Realisierung von Infrastrukturmaßnahmen anbelangt. Wir haben, meine Damen und Herren, insgesamt 3 Planungsbeschleunigungsgesetze auf den Weg gebracht und verabschiedet. Wir haben ein Investitionsbeschleunigungsgesetz verabschiedet. Und jetzt sehen wir uns mal diesen Gesetzentwurf der Bundesregierung ganz konkret an. Es sind positive Aspekte mit dabei, beispielsweise, dass in Zukunft auch für Windkraftanlagen im Küstenbereich erstinstanzlich das Bundesverwaltungsgericht zuständig sein soll. Das ist mit Sicherheit zu begrüßen. Ich möchte nur, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, damit auch die Hoffnung zum Ausdruck bringen, dass sich die Länder ihrer Verantwortung nicht entziehen, was eine ausreichende Personalausstattung ihrer Verwaltungsgerichte und der Oberverwaltungsgerichte anbelangt. Es kann nicht so sein, dass immer mehr abgeladen wird beim Bundesverwaltungsgericht, was die erstinstanzliche Zuständigkeit anbelangt, und die Länder sich hier vornehm zurückhalten und aus der Affäre ziehen. Ein zweiter wichtiger Punkt, der durchaus zu begrüßen ist, dass nach 188b VWGO in Zukunft eine Spezialisierung von Spruchkörpern möglich sein soll. Das ist heute auch schon ungeschrieben möglich. Aber, meine Kolleginnen und Kollegen, ich möchte jetzt durchaus auch den Finger in die Wunde legen, was diesen Gesetzentwurf anbelangt. Es ist ja auch von der Grundintention durchaus richtig, dass der vorgezogene Baubeginn häufiger stattfinden soll. Also der neue 80C VWGO ist vom Grundsatz her, Herr Bundesminister, zu begrüßen. Nur ich möchte die große Befürchtung hegen, dass er tatsächlich zu einer Verschlimmbesserung führt, weil viele Fragen ungeklärt sind. Was ist ein offensichtlicher Mangel?
Was ist die absehbare Zeit, in der dieser Mangel beseitigt werden kann? Ich befürchte, dass mit dieser sehr inkonkreten und sehr vagen Formulierung des 80C-VWGO letzten Endes nicht mehr Besseres erreicht wird, sondern tatsächlich eine Verschlechterung der Situation erreicht wird. Und ein zweiter wichtiger Punkt, den ich ansprechen möchte, ist der 87 VWGO, der neu eingeführt werden soll, was das Beschleunigungs- und das Vorranggebot anbelangt. Es ist ja vom Grundsatz her, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, auch begrüßenswert, dass bestimmte besonders wichtige und dringliche Infrastrukturmaßnahmen, wie beispielsweise im Energiebereich, vorrangig behandelt werden. Nur solange sich der Spruchkörper, der Personalkörper nicht erweitert, bedeutet dies doch eines ganz klar im Umkehrschluss: Wenn ich die einen Verfahren vorrangig behandle und beschleunige, werden andere Verfahren zurückgestellt und nachrangig behandelt. Vor dem Hintergrund bringt dieses Vorrang- und Beschleunigungsgebot auf den ersten Schritt zunächst mal noch überhaupt nichts. Und was aus meiner Sicht, Herr Bundesminister, durchaus kritisch zu betrachten ist, ist die Einführung dieses frühen ersten Termins. Hört sich auf den ersten Blick gut an. Nach spätestens 2 Monaten, nach Ablauf der Klageerwiderungsfrist, muss ein früher erster Termin durchgeführt werden. Erstens, große Vorbehalte, dass bei Großvorhaben innerhalb von 2 Monaten der gesamte Tatsachen- und Sachverhalt wirklich so aufbereitet werden kann, dass man sich substanziiert damit auch mit allen Beigeladenen auseinandersetzen kann. Und der zweite große Vorbehalt gegenüber dieser Idee der Einführung eines frühen ersten Termins ist aus meiner Sicht, dass dann auch die Arbeit doppelt gemacht werden muss, weil es sehr unwahrscheinlich ist, insbesondere bei Großvorhaben, dass in einem frühen ersten Termin eine gütliche, vergleichsweise Einigung möglich sein wird. Aber der größte Brocken oder der größte Bedenken Punkt in diesem Gesetzentwurf, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, ist aus meiner Sicht der neu eingeführte § 6 Umweltrechtsbehelfsgesetz. Das ist ja auch vom Grundsatz her mal ganz charmant zu sagen, es gibt eine Klageerwiderungsfrist von 10 Wochen. Nur was bedeutet dies im Umkehrschluss? Dass insbesondere dann die beklagte öffentliche Hand all die Punkte, die im Sachvortrag der Kläger vorgetragen werden, substanziiert erwidern müssen. Wenn sie es nicht tun, gelten diese Punkte als zugestanden, was dann im Umkehrschluss bedeutet, dass eine Plangenehmigung oder ein Planfeststellungsverfahren in Teilen zumindest rechtswidrig ist. Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, ich kann uns nur empfehlen, diesen Gesetzentwurf ernsthaft zu wägen. Ich habe einige sehr kritische Punkte, die auch von der Praxis angemerkt werden, angesprochen. Und abschließend möchte ich eines deutlich sagen. Es ist ja vom Grundsatz her zu befürworten, wenn der Bundeskanzler Scholz am vergangenen Wochenende davon spricht, dass wir ein neues Deutschlandtempo brauchen bei Infrastrukturvorhaben. Ich befürchte nur, wenn der Gesetzentwurf so Gesetzeskraft erlangt, wie er heute vorliegt, dann wird das neue Deutschlandtempo ein Bummeltempo. In diesem Sinne ist wirklich große Vorsicht an den Tag zu legen, was die Bearbeitung und die Betrachtung dieses Gesetzentwurfs anbelangt. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Nächster Redner für die SPD-Fraktion, Kaveh Mansouri. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, unter den Voraussetzungen eines demokratischen Rechtsstaats schnell planen, entscheiden, Rechtsklarheit bekommen und umsetzen. Herr Bundesminister Buschmann, Sie haben dafür den nächsten Mosaikstein vorgelegt. Die Deutschlandgeschwindigkeit, von der Bundeskanzler spricht, ist kein Selbstzweck. Sie ist der Schlüssel für eine moderne Infrastruktur, für neue Technologien, für leistungsfähige Netze, für unseren Wohlstand. Und deswegen hat sie in dieser Koalition auch Priorität. Mit den vorgelegten Änderungen an der Verwaltungsgerichtsordnung und am Umweltrechtsbehelfsgesetz gehen wir neue Wege. Und ich verrate kein Geheimnis, wenn ich sage, der Entwurf ist streitbar. Aber jede Innovation beginnt mit der Bereitschaft, vieles richtig, aber auch etwas falsch zu machen. Das ist mir auch als Rechtspolitiker wichtig. Nicht Angst, sondern Mut ist die Mutter des Fortschritts, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir wollen einen neuen Pragmatismus im Umgang mit Planung und Genehmigung, der unser Land zukunftsfähig macht. Das stärkt auch das Vertrauen in die Handlungsfähigkeit unserer Demokratie.
Denn Bürgerinnen und Bürger sehen am Ende vor allem die Ergebnisse. Keine unabhängige und saubere Energieversorgung ohne Windräder. Keine Digitalisierung ohne Netze. Keine Verkehrswende ohne Schienen, auf die Menschen bis zu 40 Jahre warten. Liebe Kolleginnen und Kollegen, kein Industrieland der Welt kann sich das leisten. Deswegen drehen wir auch jeden Stein um. Und dazu gehört auch, Verwaltungsgerichten mehr Möglichkeiten zu geben, zügige, gute Entscheidungen zu treffen. Nein, nicht alle Probleme lassen sich mit der Beschleunigung von Gerichtsverfahren lösen. Leicht handhabbare Gesetze, Entschlackung von Verwaltungsverfahren, mehr Personal für Verwaltung und für Gerichte braucht es. Letzteres erwartet auch die Justiz von uns. Und damit keine Missverständnisse entstehen, die Gerichte leisten hervorragende Arbeit. Das Bundesverwaltungsgericht braucht im Schnitt gerade mal 18 Monate für eine Entscheidung, und das in hochkomplexen Verfahren. Und trotzdem wären mehr wissenschaftliche Mitarbeiter am Bundesverwaltungsgericht ein sehr konkreter Beitrag dafür, in sehr wichtigen Fallakten endlich zu einer Abarbeitung zu kommen. Daran werden wir sicher bei den nächsten Haushaltsberatungen erinnern, liebe Kolleginnen und Kollegen. Mit dem vorgelegten Gesetz wollen wir die Arbeit der Gerichte flexibler und einfacher machen. Dazu gehören unter anderem folgende Maßnahmen. Erstens, wir schaffen neue Möglichkeiten im vorläufigen Rechtsschutz. Heilbare Fehler, die tatsächlich auch in absehbarer Zeit geheilt werden können, sollen die Gerichte künftig außer Acht lassen dürfen. Damit geben wir den Gerichten zumindest die Möglichkeit, abzuwägen, einerseits zwischen dem Interesse, mit dem Infrastrukturvorhaben zu beginnen, und andererseits dem Interesse, das Hauptsacheurteil abzuwarten. Welche Bedeutung diese Vorschrift bekommt, und das wird sich in der Praxis zeigen. Und es wird auch davon abhängen, welche Möglichkeiten diese Koalition schaffen wird, Fehler in einem sehr späten Stadium zu heilen. Aber wir öffnen jetzt die Tür. Niemand muss Angst haben, dass das Fällen der Eiche damit zum Regelfall wird. Denn die Gerichte werden die Vollzugsfolgen in ihren Entscheidungen sehr wohl berücksichtigen. Aber die Möglichkeit zu haben, wappnet das Gemeinwohl vor Überraschungen. Und das ist erstmal eine gute Nachricht, liebe Kolleginnen und Kollegen. Zweitens, wir regeln ausdrücklich, dass derjenige, der von einer solchen Entscheidung begünstigt wird, auch mit einer Sicherheitsleistung belegt werden kann. Das schafft Klarheit. Drittens, wir führen die prozessuale Präklusion ein. Herr Minister Buschmann hat es erläutert. Wer auf gerichtliche Frist im Prozess ein Argument oder ein Beweismittel nicht bringt, ist im weiteren Verlauf ausgeschlossen. Warum machen wir das? Damit alles auf den Tisch kommt, was entscheidungsrelevant ist. Und viertens, wir schaffen eine gerichtliche Überholspur für besonders relevante Verfahren. Hier dürfte sich bis zur Schlussabstimmung ein kritischer, genauer Blick lohnen. Überholspuren sind gut, aber wenn am Ende alle links fahren, dann ist halt trotzdem Stau auf der Autobahn. Einiges werden wir auch mit der Praxis diskutieren. Macht ein zwingender früher erster Termin die Dinge wirklich schneller, oder führt eine Klageerwiderungsfrist in dieser Form nicht am Ende dazu, dass Klagen Erfolg haben, obwohl sie unbegründet sind, und das nur, weil die beklagte Behörde nicht rechtzeitig reagiert? Sicher, wir können aus einem guten Gesetz noch ein sehr gutes machen, aber wir eröffnen heute das parlamentarische Verfahren. Meine Fraktion jedenfalls wird die eingereichten Stellungnahmen sehr ernst nehmen. Wir werden zügig arbeiten, aber nicht minder gründlich. Aber eines ist auch klar. Der hier vorgelegte Gesetzentwurf, Herr Minister Buschmann, beweist Mut. Wer sich das nicht traut, der hütet am Ende nur den Stillstand. Der Entwurf mag streitbar sein, aber ich würde mich ehrlich gesagt als Rechtspolitiker eher wundern, wenn rechtspolitische Innovationen allseits bejubelt würden. Denn Rechtspolitik muss sich vor allem in der Praxis beweisen und nicht in der Theorie. Die Kehrseite von Mut ist Fehlerkultur, und die bringt unser Land aus unserer Sicht weiter als diejenigen, die vorher schon wissen, dass sie immer recht gehabt haben. Insoweit freue ich mich auf die Beratung und danke für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Nächster Redner für die AfD-Fraktion, Tobias Matthias Peterka. Ja, Frau Präsidentin, sehr geehrte Kollegen,
Deutschland hat ein Infrastrukturproblem. Diese Erkenntnis scheint sich so langsam auch in Kreisen durchzusetzen, die ansonsten eher ihre ganz eigene Wünsch-dir-was-Dialektik pflegen, wobei mein Vorredner ja nicht wirklich begeistert geklungen hat. Zumindest deutet aber darauf der vorliegende Gesetzentwurf zur Beschleunigung von entsprechenden verwaltungsgerichtlichen Verfahren auf den ersten Blick dann doch hin. Geradezu kurzweilige Verhedderungen, in szenetypische Widersprüche werden aber auch dieses Mal geboten, dazu gleich mehr. Zunächst ist aber festzustellen, dass die AfD von Beginn an und ohne ideologische Scheuklappen für effektive Infrastruktur und damit ein entscheidendes Stück Lebensqualität in diesem Land eingetreten ist. Und damit meine ich nicht nur, dass die Straßen in Ordnung sind und man ab und zu auch mal einen Platz in einem Zug bekommen sollte. Nein, es geht gerade um die größeren, weitreichenden Strukturentscheidungen, wie es der Gesetzentwurf ja ebenfalls versucht abzubilden. Es ist aus heutiger Sicht schon fast unwirklich, wie man es vor gut 50 Jahren bei uns geschafft hat, systematisch und stringent die kommerzielle Nutzung der Kernkraft umzusetzen, weltweit mit einer vorbildlichen CO2-Bilanz und den besten Sicherheitsvorkehrungen, die möglich waren übrigens. Und damals konnte man noch etwas bewegen. Heute fahren wir uns eben im Morast von Bedenken, Beklagen, Verklagen und Verhindern fest, für jeden sichtbar, ob Bürger dieses Landes oder Beobachter von außen. Und die Beispiele, die sind ja Legende, BER, Stuttgart 21, Hochwasserschutz und jetzt eben die Revolution frisst ihre Kinder, zunehmend grüne Projekte wie Windkraft, Solarparks oder Stromtrassen. Bei all diesen Dingen wird irgendjemandem, ob tatsächlich oder gefühlt, auf die Füße getreten. Und dann wird eben verklagt und verhindert. Die weit verbreitete Gattung des Salon-Klimarevoluzers, die hat da sogar schon oft privat ausreichend Geld für und ganz zu schweigen, freilich von den Interessenverbänden und Vereinen. Also dachte sich die Ampel wohl, die Geister, die man gerufen hatte, die müssen doch irgendwie wieder in die Flasche zurück. Ganz trocken und wenig revoluzerartig hier über die Verkürzung des Verwaltungsgerichtswegs, aber auch ganz erhebliche Einschnitte bei der Fehlerrelevanz, wir haben es gehört, von hoheitlichem Handeln, sowie die Beschneidung des einstweiligen Rechtsschutzes und so weiter und so fort. Und sogar das überragende öffentliche Interesse, eigentlich ein konservatives Bekenntnis aus dem Bereich von Law and Order, das wird hier in die eigene grüne Uniform gesteckt und tatsächlich ins Feld geführt. Wo ist sie denn hin? Die Solidarität mit der 100. Anwohnerinitiative der seltenen Froschart oder den Krawalltouristen à la Castor Happening oder jetzt Lützerath. Die grüne Basis, man hört es, die grüne Basis kocht bereits, obwohl, wir wissen es ja, dieser Gesetzentwurf de facto am Ende nur ideologisch korrekte Projekte fördern und schützen soll. Aber die Ampel, sie holt sich hier dann sogar das Schlechteste aus beiden Welten, denn nicht einmal die angedachten Vereinfachungen sind so ohne weiteres sinnvoll. Personelle Aufstockungen der Gerichte auf allen Ebenen wären der Schlüssel zu echter Beschleunigung. Der sogenannte frühe erste Termin, der wird definitiv bei diesen komplexen Verfahren eigentlich noch zu mehr Aufwand und Verzögerung führen. Spezielle Kammern zu fordern, das ist wiederum eigentlich durchaus zu begrüßen, auch wenn man hier der Realität hinterherhinkt. Umgekehrt ist es dann quasi wieder bei dieser drolligen Pflicht zu durchsuchbaren elektronischen Dokumenten. Das kann wirklich jeder 12-Jährige inzwischen auf dem eigenen PC. Auch hier gilt abschließend bessere Ausstattung der Justiz. Das ist der Dreh- und Angelpunkt. Sonst taugen auch die besten Dekrete und Wunschzettel nämlich gar nichts. Vielen Dank. Nächster Redner für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Lukas Benner. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Die Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren. Ein Wort, was sperrig daherkommt, aber eine Aufgabe und vor allen Dingen ein Mangel, den Millionen von Menschen Tag ein, Tag aus in diesem Land spüren. Unsere Infrastruktur bröckelt an allen Ecken und Enden, da sie entweder kaputt gespart oder falsche Prioritäten gesetzt wurde.
Ganze Autobahnbrücken sind gesperrt, was zu langen Staus führt. Bahnpassagiere stranden immer wieder auf halber Strecke und wir sind in fataler Weise abhängig gewesen von autokratischen Regimen wie Putins Russland. Und das, weil wir den Ausbau der Erneuerbaren mit allen Wegen blockiert haben. Damit muss endlich Schluss sein. Wir brauchen sie, die Planungsbeschleunigung und das Deutschlandtempo. Das, was wir vorgefunden haben, ist ein unhaltbarer, ein irrsinniger Zustand. Und deswegen haben wir es uns vorgenommen, als Ampelkoalition endlich das Deutschlandtempo umzusetzen und unsere wichtigen Schritte bei Planungs- und Genehmigungsbeschleunigung zu gehen. Und wir haben im ersten Jahr doch gezeigt, dass es möglich ist. Wir haben in nur wenigen Monaten geschafft, unabhängig von russischem Gas zu werden und mit den LNG-Terminals eine komplett neue Gasinfrastruktur aufzubauen. Wir haben gezeigt, was möglich ist, wenn man politisch will und die notwendigen Schritte geht. Die Forderung, es überall so zu machen wie bei LNG, ist aber dennoch die falsche. Denn sinngemäß heißt die Forderung, es überall so zu machen wie bei LNG, wenn wir beim Umweltschutz ein bisschen halblang machen, haben wir alle Probleme gelöst. Und genau da ist doch der entscheidende Unterschied. Umweltschutz steht der zügigen Modernisierung dieses Landes nicht im Wege. Mehr noch, wir können dieses Land nur dann nachhaltig modernisieren, wenn wir die über Jahre hart erkämpften Fortschritte im Umweltrecht schützen und mitdenken. Bei der Planungs- und Genehmigungsbeschleunigung muss man, und es ist eine rechtspolitische Debatte, die drei Säulen unterscheiden. Wir haben die Planung, wir haben das Genehmigungsverfahren und wir haben das verwaltungsgerichtliche Verfahren gegen die verschiedenen Maßnahmen bzw. den Verwaltungsrat. Also schauen wir uns einmal das Gesetz an, was wir hier vorliegen haben. Und ich danke Ihnen, Herr Dr. Buschmann, dass Sie so schnell ein Gesetz vorgelegt haben. An der einen oder anderen Stelle, meine Vorredner haben es gesagt, müssen wir noch einmal auf die Gründlichkeit schauen. Mein Kollege Mansouri hat es gesagt, wir betreten Neuland, wir schaffen etwas, was es an vielen Punkten vorher so nicht gegeben hat. Das löst Skepsis aus, das löst Kritik aus und wir müssen diese Kritik ernst nehmen. Aber, und da bin ich ganz bei Ihnen, wir brauchen Mut und den werden wir hier vorangehen. Schauen wir einmal in den wohl umstrittensten Paragraphen, den wir hier neu einführen, Paragraph 80c, die Fehlerheilung im Eilrechtsschutz. Für die Nichtjuristinnen und Juristen unter Ihnen im Eilrechtsschutz geht es darum, die Vollziehung, also den Bau eines Projektes, so lange zu stoppen, bis das Gericht in der Hauptsache entschieden hat. Und hier setzen wir an, und der Entwurf sagt, das Gericht kann einen Mangel des angefochtenen Verwaltungsaktes außer Acht lassen, wenn offensichtlich ist, dass dieser in absehbarer Zeit behoben sein wird. Das bedeutet, dass die Gerichte die Möglichkeit bekommen, kann ein Ermessen nicht auf den Zustand abzustellen, der jetzt herrscht, sondern eine Prognose anzustellen. Wird in der Zukunft ein fehlerfreier Verwaltungsakt vorliegen, ja oder nein? Das ist das, was wir hier neu einführen. Und ich will ganz deutlich sagen, das ist erstmal begrüßenswert, dass wir hier neue Möglichkeiten schaffen. Das ist auch eine Riesenchance für das verwaltungsgerichtliche Verfahren, aber das kann nur dann sein, wenn der Verwaltungsakt wirklich geheilt wird, denn sonst vollziehen wir weiter einen rechtswidrigen Verwaltungsakt. Und, lieber Herr Dr. Buschmann, hier bei der Folgefrage bin ich ein wenig enttäuscht. Denn die Frage, was dann passiert, ist in diesem Entwurf noch nicht geklärt. Stellen wir uns vor, ich klage oder beziehungsweise im Eilrechtsschutz stelle einen Antrag gegen ein Verfahren. Und dann stellt das Gericht auf die zukünftige Prognose ab, denn ich habe als Antragsteller einen Beitrag geleistet zur Fehlerheilung. Ich habe auf einen Fehler hingewiesen, der aber heilbar ist. Die Rechtsfolge, ich verliere im Eilrechtsschutz. Das selbst ist vielleicht noch den Leuten erklärbar. Die Folge, auf der Sie uns die Antwort aber noch schuldig sind, ist, was ist mit den Kosten? Zum jetzigen Stand trage ich einen Beitrag als Antragsteller zum Eilrechtsschutz und bleibe auf den Kosten sitzen. Das darf nicht die Rechtsfolge dieser Rechtsnorm sein. Weiter, und wir haben es schon gehört, schaffen wir mit § 6 Umweltrechtsbehelfsgesetz eine weitere absolute Neuerung. Die Möglichkeit einer Klageerwiderungsfrist auf Behördenseite. Und ja, wir haben hier die Kritik gehört, ob 10 Wochen lang genug sind oder nicht, können wir gerne diskutieren.
Aber wir müssen auch ehrlich sagen, dass die Riesenbeschleunigungspotenziale der verwaltungsgerichtlichen Verfahren auch da liegen. Denn oft bleiben Behörden Monate und Monate ihre Stellungnahmen und ihre Klageerwiderungen schuldig. Und deswegen ist das doch ein guter Ansatzpunkt, sich auch dieses einmal anzuschauen. Des Weiteren haben auch Sie, Herr Minister, es angesprochen, das Beschleunigungsgebot. Sinnbildlich gesprochen, welche Akte kommt nach oben auf den Stapel? Aber auch hier gilt, wer alles priorisieren will, priorisiert nichts, besser auf den konkreten Fall. Wer alles priorisiert, beschleunigt gar nichts. Und deswegen müssen wir uns noch einmal anschauen, welche Gesetze wollen wir auf die Akten der Richterinnen und Richter nach oben legen? Was ist uns besonders wichtig? Wir haben das Wort oft gehört, Deutschlandtempo. Aber was soll das denn am Ende eigentlich sein? Ich glaube, da sind wir einig. Es heißt Turbo beim Ausbau der Erneuerbaren. Es heißt ein modernes Schienennetz. Es heißt perfekt instand gesetzte Straßeninfrastruktur. Und es heißt digitalisierte Wasserstraße. Und dafür brauchen wir einen intensiven Start und konsequente Personalpolitik, die Bund, Land und Kommunen gemeinsam denkt und Investitionen gemeinsam lenkt. Wir brauchen Straffung im materiellen Recht und dürfen dabei unter keinen Umständen die Erfolge des Umweltrechts und vor allen Dingen des europäischen Umweltrechts schleifen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das parlamentarische Verfahren muss hier noch einige Fragen klären, aber ich glaube, gemeinsam mit Kollege Lieb und Kollege Mansouri können wir das schaffen, und ich zähle da auf Ihre Unterstützung, Herr Dr. Buschmann. Vielen Dank. Nächste Rednerin für die Fraktion Die Linke, Susanne Hennig-Welso. Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Abgeordnete, wir teilen die Einschätzung des Bundesjustizministeriums, dass verwaltungsgerichtliche Verfahren zu bedeutsamen Infrastrukturmaßnahmen oft zu lange dauern. Das liegt natürlich an ihrer Komplexität. In tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht ergeben sich oftmals Schwierigkeiten, und deswegen beim von Ihnen angeführten Ziel des Gesetzentwurfs, die Verfahrensdauer dieser Vorhaben zu reduzieren, ohne hierbei die Effektivität des Rechtsschutzes zu beeinträchtigen, gehen wir also mit. Wo wir aber nicht mitgehen, ist Ihre Strategie, die allein darauf setzt, den Rechtsschutz gegen Planungs- und Zulassungsentscheidungen zu verkürzen oder einzuschränken. Durch die Verkürzung des Instanzenwegs, durch Heilungs- und Unbeachtlichkeitsregeln, durch Fristverkürzungen, Einwendungsausschlüsse und Einschränkung des Eilrechtsschutzes. Es ist doch in der Regel nicht der Rechtsschutz, der hier bisher Schnelligkeit verhindert hat. Es ist die Menge der verfahrens- und materiellrechtlichen Anforderungen an Planungsfeststellungs- und Genehmigungsverfahren für Infrastrukturvorhaben. Deshalb dauern die Verfahren, deshalb gibt es ein hohes Prozessrisiko. So sehen das im Übrigen auch Expertinnen und Experten. Umweltschutzverbände fürchten, dass mit ihrem Gesetzentwurf insgesamt nur wenig Tempo in die Sache kommen könnte. In den Kommunen wird darauf hingewiesen, dass für die Beschleunigung von Verfahren früher angesetzt werden sollte, weil es vor allem mehr Personal in den Verwaltungen braucht. Auch die Gewerkschaften drängen darauf, die Qualität des vorlaufenden Verfahren zu verbessern, damit gerichtliche Auseinandersetzungen die Ausnahme bleiben. Die Anwaltschaft hat als den besseren Weg vorgeschlagen, das materielle Recht so weit möglich zu vereinfachen und noch praxistauglicher zu formulieren. Und selbstverständlich brauchen wir Personalaufbau auch an den Verwaltungsgerichten. Sonst bräuchte es ja kein Vorranggebot, wie es in Ihrem Gesetzentwurf vorgesehen ist. Sehr geehrte Damen und Herren, wir reden heute nicht zum ersten Mal über Beschleunigung in dieser Legislaturperiode. Vieles soll schneller gehen, Verwaltungsprozesse, Planungsprozesse, praktische Umsetzung und vieles mehr. Ich bin mir sicher, dass viele in diesem Haus dieses Ansinnen grundsätzlich teilen, vor allem wenn es um Klimaschutz und Energiewende geht. Unter anderem damit begründen Sie ja Ihren Gesetzentwurf. Aber ich bin mir auch sicher, dass wir vor lauter Beschleunigung nicht den Inhalt und die richtige Richtung aus dem Auge verlieren dürfen. Und da bin ich wieder bei Ihrem Gesetz. Was gehört denn alles zu den bedeutsamen Infrastrukturmaßnahmen, von denen Sie sprechen?
auch fossile Infrastruktur, auch Autobahnen, auch Verkehrsflughäfen. Ich bin sicher nicht die Einzige, die in solchen Fällen Zweifel an der Vereinbarkeit mit Artikel 20a Grundgesetz hat. Schneller die Klimakrise zu befeuern, kann nicht in unserem Sinne sein und vor allem nicht im Sinne der nächsten Generation. Das sollten wir bei allem bedenken, wenn wir so oft über Beschleunigung reden. Ja, wir müssen in vielen Bereichen aufs Tempo drücken, und wir sind da auch als Linke dabei. Ja, es gibt dabei Zielkonflikte. Diese sollten in einem angemessen vernünftigen Ausgleich gebracht werden. Denn es geht um Klimaschutz und Rechtsschutz. Denn es geht um Energiewende und Bürgerbeteiligung. Und es geht natürlich auch um Beschleunigung. Insofern wünsche ich uns gute Beratung und vielen Dank. Nächster Redner für die FDP-Fraktion, Dr. Thorsten Lieb. Sehr geehrte Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, lieber Herr Minister, zunächst einmal herzlichen Dank für die netten Glückwünsche, Frau Präsidentin. Liebe Kolleginnen und Kollegen, heute ist ein guter Tag für alle diejenigen in diesem Land, die sich wünschen, dass politische Entscheidungen endlich schneller und zielgerichteter umgesetzt werden. Und es wird höchste Zeit dafür, liebe Kolleginnen und Kollegen. Nach Jahrzehnten der Diskussion und viel Stückwerk, lieber Herr Kollege Mayer, viele Gesetze, aber wenig Effekt, bringen wir heute als Fortschrittskoalition einen Gesetzentwurf zur Beschleunigung von verwaltungsgerichtlichen Verfahren in das parlamentarische Verfahren ein und gehen damit einen ersten Schritt zu einer ganz umfassenden Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsprozessen in diesem Land. Warum ist das so wichtig? Bei Planungs- und Genehmigungsverfahren, um den Kollegen Vogel zu zitieren, erstickt Deutschland geradezu in Langsamkeit. Statt den Turbo zu zünden, herrscht bei uns gefühlt das Prinzip von Balu dem Bär, versuch's mal mit Gemütlichkeit, und das darf nicht länger so bleiben, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ein Beispiel: Der Bahnkorridor Rotterdam-Genua, heute Güterbahnkorridor Rhein-Alpen, wurde 2003 beschlossen. Bei uns ist das immer noch nicht fertig. Es droht inzwischen sogar an Deutschland zu scheitern. Die Schweiz ist fertig, die Niederlande sind fertig, Italien ist fertig, und wir rechnen mit Fertigstellung unserer Teile bis 2041. 38 Jahre von Beschluss bis zur Umsetzung, ein ganzes Berufsleben lang, und das hat sehr viel mit Entscheidungsprozessen in diesem Land zu tun. Das müssen wir dringend ändern, liebe Kolleginnen und Kollegen. Inzwischen prüft die Schweiz eine Zusammenarbeit mit Frankreich und Belgien, um an Deutschland herum vorbei den Verkehr zu beschleunigen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, mir ist das langsam peinlich, was wir machen in diesem Land. Den Vorsprung anderer Länder sehen wir im Übrigen auch in einem aktuellen Ranking des ZEW. Deutschland in der Abstiegszone, so muss man das übersetzen. Platz 18 von 21 aller Industriestaaten, insbesondere bei Steuern, Regulierung und, man höre, bei Infrastruktur hat der Standort Deutschland laut ZEW deutlich verloren. Wir haben am schlechtesten abgeschnitten in der Entwicklung aller Länder. Kein anderer Staat hat sich schlechter entwickelt. Und, liebe Kolleginnen und Kollegen, wollen wir so den internationalen Systemwettbewerb beschreiten? Doch wohl kaum. Wenn wir jetzt nicht handeln, verlieren wir weiter an Wettbewerbsfähigkeit in diesem Land. Und deswegen müssen wir endlich handeln, liebe Kolleginnen und Kollegen. Dabei ist uns eins wichtig. Wir verstehen Recht als das Instrument, solche politischen Entscheidungen zielgerichtet, partizipativ, rechtsstaatlich und schnell umzusetzen. Es ist aber kein Instrument, das Recht. Es ist kein Instrument, einmal getroffene Entscheidungen auszubremsen oder am Ende gar zu verhindern. Die Rolle des Rechts ist hier zu unterstützen und nicht zu bremsen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und deswegen beginnen wir mit dem heute vorliegenden Gesetzentwurf als einem Baustein von vielen, die noch folgen werden, endlich damit gerichtliche Auseinandersetzungen deutlich agiler, schneller und straffer und mehr zu spezialisieren bei den Gerichten. Damit leisten wir den rechtspolitischen Beitrag in der VWGO, Planungs- und Genehmigungsverfahren insgesamt mindestens zu halbieren. So haben wir uns das hier vorgenommen.
bei LNG-Terminals schon angesprochen worden, haben wir das bereits geschafft. Und jetzt machen wir das doch bitte überall. Wir wollen endlich High-Performer werden als Bundesrepublik Deutschland bei Planungs- und Genehmigungsverfahren. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben es schon mehrfach gehört, wir stehen bei der Reform von Planungs- und Genehmigungsverfahren vor ganz entscheidenden Weichenstellungen für die Zukunft des Landes und seine Handlungs- und Wettbewerbsfähigkeit. Daher freue ich mich besonders auf intensive parlamentarische Verfahren, auf die öffentliche Anhörung. Wir können den herausragenden Entwurf, glaube ich, noch ein Stück weit besser machen. Es wird Zeit für einen Umsetzungsturbo in diesem Land. Lasst uns endlich es anpacken, lasst uns handeln und nicht weiter prüfen. Vielen herzlichen Dank. Nächster Redner für die CDU-CSU-Fraktion, Philipp Anton. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, das neue Deutschland-Tempo, Halbierung der Dauer von Planungs- und Genehmigungsverfahren. Man muss schon sagen, im Ankündigen, im Marketing, da hat sich die Ampel einiges vorgenommen. Und auch wenn jetzt nicht jeder Redner hier heute von Ihnen in Begeisterungsströme verfallen ist, muss man schon sagen, der Justizminister hat ja zumindest den Eindruck erweckt, wir würden heute schon sowas erleben wie ein neues Kapitel des Verwaltungsprozessrechts in Deutschland, einen echten Durchbruch. Da müssen wir schon sagen, diese Erwartung erfüllen Sie jedenfalls nicht. Der Entwurf enthält einige gute Punkte. Ein echter Durchbruch ist es aber sicherlich nicht, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und Stefan Meyer hat darüber gesprochen, dass wir einigen Ihrer Punkte zustimmen können. Es gibt aber auch zwei wesentliche Kritikpunkte. Zum einen muss man kritisieren, dass Sie schon einer falschen Schwerpunktsetzung erliegen. Und das auch in zweifacher Hinsicht. Erstens beim Adressaten, zweitens beim Begünstigten der Regelung. Das Problem zu langer Verfahren in Deutschland, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist nämlich nicht zuallererst ein Problem der Gerichte. Es ist nicht zuallererst ein Problem unserer Richter und es ist auch nicht zuallererst ein Problem des Verwaltungsprozessrechts. Im verwaltungsgerichtlichen Verfahren haben wir Beschleunigungspotenziale in den letzten Jahren ausgequetscht wie eine Zitrone gehoben. Aber die echten Probleme im verwaltungsbehördlichen Verfahren, die sind auch wegen grüner Ideologie und Verhinderungspolitik oft nicht angegangen worden, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und deswegen muss man sich immer vor Augen führen, das Verhältnis der Dauer von verwaltungsbehördlichem Verfahren zu verwaltungsgerichtlichem Verfahren 8:2. Deswegen ist unser Appell klar, laden Sie die Probleme nicht zuallererst bei den Richtern ab, sondern legen Sie das nächste Beschleunigungspaket vor allem für das verwaltungsbehördliche Verfahren und für das Umweltrecht vor, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und man muss schon klar sagen, in einem Rechtsstaat ist das in gewisser Weise auch logisch, wenn man sich vor Augen führt, dass verwaltungsbehördliche Verfahren lange zu lange dauern, dann können die verwaltungsgerichtlichen Verfahren nicht auf einmal schnell gehen. Das muss jedem klar sein. Und deswegen sagen wir, da braucht es eine bessere Schwerpunktsetzung. Ich will Sie aber auch auffordern, schon so wie es einige Redner gesagt haben, größer zu denken, auch bei der Frage, wer kann denn dann profitieren von der Beschleunigung verwaltungsgerichtlicher Verfahren? Sie fokussieren diesen Entwurf jetzt zu Recht auf große, auf wichtige Infrastrukturvorhaben. Wir sind aber fest überzeugt, schnelle Verfahren braucht es nicht nur für Prestigeprojekte der Ampelkoalition, sondern auch für den Mittelstand. Deutschland-Tempo braucht es für jedermann in Deutschland, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und deswegen fordern wir Sie auch auf, im Verwaltungsprozessrecht durchaus größer zu denken. Braucht es wirklich immer alle drei Instanzen? Welche Instrumente können wir auch einführen in Sachen Regelverfahrensfrist, anderes mehr? Hier müssen wir besser werden. Wenn es aber nur so wäre, dass man jetzt sagt, falsche Schwerpunktsetzung, dann könnten wir sagen, na gut, auf mehr konnten die sich halt nicht einigen. Das Problem ist aber, dass dieser Vorschlag auch eine Regelung enthält, die wir im Gleichklang mit vielen Verwaltungsrechtswissenschaftlern in Deutschland als sehr, sehr großes Problem sehen. Das ist Ihr Vorschlag zu § 6 zum Umweltrechtsbehelfsgesetz zur sogenannten Klageerwiderungsfrist. Ich erspare jetzt allen Kollegen die Details, die wir dann im Rechtsausschuss noch mal ausfechten müssen. Aber dem Kern nach muss eines klar sein.
Sie wollen in Zukunft, wenn Ihre NGO-Kumpels und Infrastrukturverhinderer alle möglichen wüsten Behauptungen in den Raum stellen, dass diese, wenn sie nicht bestritten sind, als zugestanden gelten. Das wird nicht dazu führen, dass am Ende Verwaltungsverfahren beschleunigt werden, sondern dass noch mehr grüne Ideologie Bau und Infrastruktur in Deutschland verhindert, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und das werden wir nicht mitmachen. Wir werden nicht akzeptieren, dass rechtmäßige Planung nur durch reine Förmelei einkassiert wird. Und ich will ausdrücklich sagen, der Bundesjustizminister und die FDP ist in dieser Sache ja klar. Ihr Referentenentwurf, wie er aus dem Justizministerium kam, war sehr viel besser. Frau Lemke und das BMU hat mit ihrer ganzen Infrastrukturverhinderungsindustrie ihren Entwurf leider verschlechtert. Wir wünschen Ihnen, dass die FDP sich in der Ampel durchsetzen kann, denn in Deutschland muss gebaut werden und nicht Rücksicht genommen werden zu allererst auf NGO-Interessen von grünen Ministerinnen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und deswegen geht es uns darum, wir stehen für Verwaltungsbeschleunigung, für verwaltungsgerichtliche Beschleunigung zur Verfügung, nicht aber für grüne Ideologie. Wir müssen in Deutschland bauen, liebe Kolleginnen und Kollegen, und dafür stehen CDU und CSU. Herzlichen Dank. Nächster Redner für die SPD-Fraktion, Dr. Matthias Miersch. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Kollege Amthor, wenn Sie von falschen Erwartungen sprechen und hier anmahnen, dass gebaut werden müsse, dann ist das schon ein bisschen putzig. Und wenn dann der Kollege Mayer als bayerischer Abgeordneter auch noch sagt, dass Länder sich nicht wegducken müssen, dann kann ich nur sagen, was macht eigentlich diese bayerische Regierung mit dem Bau von Windrädern, von Trassen etc.? Widersprüchlicher geht es doch nicht, liebe Kolleginnen und Kollegen. Aber in der Tat, Herr Bundesminister Buschmann, ich stimme Ihnen im Namen der SPD-Bundestagsfraktion ausdrücklich zu. Das, was wir hier heute machen, kann und darf nur ein erster Mosaikstein sein von einem ganz großen Gesetzespaket, was wir dieses Jahr schnüren müssen. Und wir müssen auch gerade den Zuschauerinnen und Zuschauern sagen, hinter Planung und Genehmigung stehen natürlich große gesellschaftspolitische Fragen. Denn wenn wir ins Detail gehen, dann stellen wir fest, dass wir eigentlich eine große Frage in dieser Gesellschaft beantworten müssen. Sind wir bereit, zugunsten der großen Transformation, der Umwandlung unserer Energiepolitik, unserer Energiewirtschaft, aber auch im Bereich des notwendigen Wohnraums, den wir schaffen müssen, oder notwendiger Mobilitätsinfrastrukturmaßnahmen, das Ich zurückzunehmen und das Wir tatsächlich viel, viel mehr Gewicht zu geben? Das ist die Hauptfrage in diesem Land, die wir uns stellen müssen. Und ich sage ganz bewusst, ein Beispiel, an dem man sehr gut erkennen kann, dass in diesem Land etwas falsch ist. Wenn in Lüneburg ein Windpark untersagt werden kann gerichtlich, weil der Blick auf eine alte Windmühle beeinträchtigt ist, dann ist das etwas, womit wir diese Transformation nicht schaffen können. Und ich bin froh, dass wir im Sommer im großen EEG-Paket den Ausbau der erneuerbaren Energien, mit dem überragenden öffentlichen Interesse versehen haben. Das ist ein ganz wichtiger Schritt. Aber jetzt gilt es auch darum, die Umsetzung zu ermöglichen. Und Herr Amthor, ja, auch im behördlichen Verfahren, aber im behördlichen Verfahren sind an vielen Stellen auch die Bundesländer zuständig. Aber wenn man dann noch weiß, dass in Lüneburg niemand aus Lüneburg geklagt hat, sondern ein Verein zur Denkmalpflege in Karlsruhe, dann sehen wir die nächste Baustelle. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, auch da müssen wir ran. Es darf nicht rechtsmissbräuchlich auf diese Art und Weise gegen das Notwendige vorgegangen werden. Das müssen wir auch beseitigen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und deswegen sage ich Ihnen, wir werden als SPD-Bundestagsfraktion weitere Initiativen in dieser Ampelkoalition ergreifen. Es wird zum Beispiel darum gehen, jetzt sehr, sehr schnell das, was die Europäische Union uns vorgeschlagen hat mit der EU-Notfallverordnung, tatsächlich in nationales Recht umzusetzen. Ein wichtiger nächster notwendiger Schritt.
Und wir werden darüber reden müssen, wie wir Verfahren parallel gestalten können, wie wir Genehmigungsfiktionen auch einleiten können und wie wir am Ende, und das ist der zentrale Punkt, die notwendigen, im allgemeinen Interesse stehenden Infrastrukturprojekte schnell durchsetzen können. Das ist der zentrale Punkt, liebe Kolleginnen und Kollegen. Insofern glaube ich schon, dass von diesem Debattenpunkt heute, der zu Beginn des neuen Jahres stattfindet, eigentlich eine Initialzündung stattfinden kann, die nicht nur dieses Haus berührt, sondern auch die Bundesländer und die Kommunen. Natürlich müssen alle mit ins Boot. Aber Sie haben zu Recht darauf hingewiesen, die kommunalen Spitzenverbände begrüßen diesen Schritt. Und das ist ein guter Anfang, das ist eine gute Möglichkeit der Kooperation. Lassen Sie uns in diesem Sinne, in diesem Jahr wirklich richtig weiterkommen, was diese Planungs- und Genehmigungsverfahren in diesem Land angehen. Wir freuen uns drauf. Vielen Dank. Nächster Redner für die AfD-Fraktion, Stefan Brandner. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, in der Not frisst der Teufel Fliegen. Und in der Not wirft diese Bundesregierung alles, womit Sie und die ihr angehörenden Parteien, aber auch CDU, CSU, Deutschland jahrzehntelang schikaniert und drangsaliert haben, über den Haufen. So wurde zunächst aus keine Waffen in Krisengebiete liefern, jahrzehntelang ein Dogma, wird plötzlich schwere Waffen in Kriegsgebiete liefern. Und so wird aus dem jahrzehntelangen fanatischen Kampf für Mopsfledermäuse, graue Mausohren, Hamster, Steinpicker, Schnecken, Hambi, Lützi und Fechi, daraus wird plötzlich das Beschleunigungsgesetz für Infrastrukturvorhaben. Alles, was unser Land hätte voranbringen können, ist in den letzten Jahren und Jahrzehnten von Ihnen verzögert oder verhindert worden. Autobahnen, Kraftwerke, Schienenwege, Flughäfen und Bahnhöfe. Alles, was Ihnen so ein bisschen in den Kram passte, ging dann ganz flott. Teslawerk, Windkraftanlagen und LNG-Hafen. Sie haben völlig skurrile Situationen herbeigeführt. Das war ja in Lützerath zu beobachten. Ihre eigene Politik, die Sie hier im Bundestag beschlossen haben, wurde da von Ihren eigenen Leuten bekämpft. In Nordrhein-Westfalen, das muss man sich vorstellen, in Nordrhein-Westfalen und im Bund stellen die Grünen die Umwelt- und die Wirtschaftsminister. Sie haben einen grünen Polizeipräsidenten in Aachen gehabt. Sie haben bald den Cheflobbyisten von RWE. Sie haben im Bundestag zugestimmt und dann ihre eigenen Fußtruppen auf die Polizei in Lützerath geschickt. Schizophren kann man sowas nennen. Was anderes ist das nicht. Und warum tun Sie das alles? Weil Ihnen das Wasser bis zum Hals steht. Seit Jahrzehnten verzögern und verhindern Sie alles. Und nun haben Sie sich in Ihrem Sanktionswahn verfangen und die Versorgungssicherheit und den Wohlstand in Deutschland nicht nur gefährdet, sondern aufs Spiel gesetzt. Und jetzt kommt dieses windelweiche Gesetz daher, um den Anschein von Handlungsfähigkeit zu wahren, schmeißen Sie alles das, wofür Sie viele Jahre gekämpft haben, über den Haufen und wollen der angeblichen Energiewende den Weg freimachen. Umso unglaubwürdiger sind die Krokodilstränen, die hier von Ihnen vergossen werden. Alles würde so lange dauern. Sie haben es selber verbockt und kein anderer. Meine Damen und Herren, wir als AfD haben weiß Gott nichts gegen die Beschleunigung von Infrastrukturmaßnahmen, soweit das breit aufgestellt wird. Es kann also nicht nur um Windräder und LNG-Häfen gehen, es muss auch um Kraftwerke gehen. Kernkraftwerke müssen wieder angedacht, geplant, gebaut werden. Autobahnen müssen gebaut werden, und zwar flott. Schienenwege müssen gebaut werden, Flughäfen da, wo sie fehlen. Teilweise haben wir ja zu viel. Alles muss viel flotter gehen, damit Deutschland nicht weiter ins Abseits gerät. Wir waren mal Planungsweltmeister, Pünktlichkeitsweltmeister, Exportweltmeister. Und nun liegt alles da nieder. Vielleicht noch Weltmeister im Regenbogenfähnchen, Armbinden und Gendern. Alles andere haben Sie auf dem Altar Ihrer Ideologie geopfert. Sie hoffen, Wind und Sonne, Wind weht und Sonne scheint, und dann wird alles gut in Deutschland. Es wird nichts gut in Deutschland, wenn Sie weiter ideologisch verblendet so Ihre Politik betreiben. Das, was vorgeworfen ist, Herr Buschmann, ist kein großer Wurf, aber wir werden daran arbeiten als AfD, das zu einem großen Wurf noch zu machen im Ausschuss. Ich hoffe, Sie sind da nicht beratungsresistent und stimmen den Anträgen, die wir garantiert vorlegen, zu. Und dann wird aus einem Gesetz, was, naja, so ist, ein gutes Gesetz. Vielen Dank.
Nächster Redner für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Matthias Gastel. Ja, zurück zur Sachlichkeit und zum Thema Infrastruktur, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Schlaglöcher in Straßen, kaputte Schienen, kaputte Brücken, marode Schienenwege ohne Elektrifizierung und Digitalisierung, Strom, der im Norden produziert und nicht in ausreichender Menge in den Süden kommt. Der große Handlungsbedarf bei der Infrastruktur ist eindeutig, ist groß und wird immer größer. Es geht darum, dass wir Mobilität nachhaltig sichern und dass wir die Energiewende vorantreiben. Als Koalition gehen wir diese Aufgaben entsprechend an, die Verfahrensdauern am Gericht zu verringern, ohne dass der Rechtsschutz demontiert wird. Mein Kollege Lukas Benner ist auf die rechtlichen Aspekte eingegangen. Ich möchte mit meinem Beitrag deutlich machen, dass wir das Thema beschleunigte Umsetzung von notwendiger Infrastruktur von allen Seiten angehen und dass wir hier alle Aspekte auch entsprechend berücksichtigen. Wir gehen also voll in die Offensive für einen schnelleren Ausbau der Infrastruktur, die wir eben für die Ziele Klimaschutz, Energiewende, Mobilität für alle entsprechend brauchen. Im Bereich der erneuerbaren Energien haben wir mit der Novelle des Erneuerbaren Energiengesetzes die Ausbauziele hochgesetzt. Wir haben erneuerbare Energien zu einem überragenden öffentlichen Interesse definiert. Wir haben sichergestellt, dass ausreichend Fläche zur Verfügung steht. Und wir haben auch geklärt, wie Naturschutz mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien in Einklang gebracht wird, weil beides ist gleichermaßen wichtig und wird deswegen berücksichtigt. Im Bereich der Straßen müssen wir uns fokussieren auf Ersatzbau von kaputten Straßen und auf die Sanierung, weil wir sonst auch Klimaziele nicht erreichen. Wir werden hier noch entsprechende Maßnahmen vorlegen, haben aber bereits damit begonnen, die Haushaltsmittel für die Sanierung entsprechend vorzulegen. Mit der Beschleunigungskommission Schiene haben wir unzählige konkrete Ideen entwickelt, wie wir hier schneller vorankommen, diesen nachhaltigen Weg der Mobilität von Menschen und Gütern schneller auszubauen, die Infrastruktur zu schaffen, die wir für den Deutschlandtakt beispielsweise brauchen, aber auch für das Koalitionsziel 25% Verkehrsanteil für den Güterverkehr auf der Schiene entsprechend zu erreichen. Hier war die geballte Kompetenz der Bahnbranche beteiligt, Verbände und Initiativen, alles war mit dabei, viele Ideen entwickelt. Wir wollen auch hier beispielsweise, dass der Schienenausbau zum öffentlichen Interesse erklärt wird. Wir wollen einen Fonds für die Finanzierung überjährig mit weniger Finanzierungstöpfen, die im Moment so komplex sind, weil für jeden Bahnausbau Dutzende von Finanzierungstöpfen notwendig sind, dass man kaum entsprechend vorankommt. Wir wollen den Verzicht auf aufwendige Wirtschaftlichkeitsnachweise dort, wo wir uns einig sind, dass diese Maßnahmen notwendig sind, beispielsweise für die Elektrifizierung von Bahnstrecken im Bereich Digitalisierung oder auch bei den Kleinmaßnahmen, für die wir bereits die Haushaltsmittel deutlich erhöht haben. Wir müssen gucken, dass wir sowohl Aus- und Neubau machen, was aufwendig und groß ist, dort, wo wir die Kapazitäten und die Fahrzeitverkürzungen brauchen, aber auch die Kapazitätserhöhungsmöglichkeiten, die in 2 bis 4 Jahren umsetzbar sind, tatsächlich angehen. Und da braucht man nicht für jede Weiche und für jedes Signal einen eigenen Wirtschaftlichkeitsnachweis. Auch diese Dinge sind hier entsprechend in den Vorschlägen drin und müssen umgesetzt werden. Zudem ist uns wichtig als Kommission, oder es ist ein Vorschlag der Kommission, dass es eine schnellere Zulassung gibt von Spezial- und von Großmaschinen, mit denen man schneller ausbauen und sanieren kann, also eine ganze Menge an Vorschlägen. Wir brauchen aber auch eine schnelle parlamentarische Entscheidung über Aus- und Neubau von großen Maßnahmen, die jetzt in diesem ersten Halbjahr anstehen. Wir müssen aus dem Debattieren ins konkrete Umsetzen kommen von der Infrastruktur, die wir brauchen für Verkehrswende und Energiewende, um Mobilität zu sichern, Energieversorgung zu sichern und die Klimaziele zu erreichen. Nächster Redner für die CDU-CSU-Fraktion, Dr. Martin Blum. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir starten den Turbo. So haben Sie, Herr Minister Buschmann, den Gesetzentwurf angepriesen, über den wir heute beraten.
Schaut man sich den Entwurf und die Stellungnahmen aus der Praxis dazu näher an, muss man feststellen, dieser Gesetzentwurf ist für Verwaltungsgerichtsverfahren kein Turbo, sondern eine richtig lahme Ente. Das liegt schon an den Motorteilen, die Sie einbauen wollen, um mehr PS in Verwaltungsgerichtsverfahren zu bringen. Diese Teile entpuppen sich beim genauen Hinsehen nicht als Zündkerzen, sondern als bloße Nebelkerzen. Das gilt allen voran für die Änderungen beim vorläufigen Rechtsschutz. Sie bringen erstens nichts Neues. Mängel können die Gerichte schon heute außer Acht lassen, wenn sie für das Ergebnis irrelevant sind. Die Anordnung oder Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung können sie schon heute beschränken. Und natürlich, selbstverständlich berücksichtigen die Gerichte schon heute bei ihrer Abwägung das öffentliche Interesse an Infrastrukturvorhaben. Zweitens schaffen die Änderungen beim vorläufigen Rechtsschutz durch unbestimmte Rechtsbegriffe wie offensichtlich und in absehbarer Zeit auch vollkommen unnötig neue Rechtsunsicherheit. Und zu allem Überfluss bauen sie dann auch noch zwei neue Bremsklötze in den Gerichtsprozess ein, den frühen Erörterungstermin und die präklusionsbewährte zehnwöchige Klageerwiderungsfrist. Beides geht vollkommen an der gerichtlichen Praxis vorbei. Und vielleicht hätten Sie statt der Stellungnahmen, die Sie eben aufgezählt haben, Herr Buschmann, einmal den Brief lesen sollen, den Ihnen das Bundesverwaltungsgericht im letzten Herbst geschrieben hat. Dann hätten Sie nämlich sehen können, dass erstens die Gerichte schon heute einen frühen Erörterungstermin anberaumen können, wenn sie es für sinnvoll halten. Zweitens, dass ein solcher Termin in den seltensten Fällen sinnvoll ist, weil das Vergleichspotenzial in Verfahren über Infrastrukturvorhaben verschwindend gering ist. Drittens hätten Sie auch sehen können, dass ein solcher Termin für das Gerichtspersonal nur vollkommen unnötige Mehrarbeit schafft. Viertens hätten Sie auch erkennen können, dass das, was uns der Kollege Benner hier erzählt hat, dass die Behörden eine Bremse in Verfahren sind, gerade nicht zutrifft, sondern dass gerade die sich in der Regel an ihre Fristen halten. Tauschen Sie sich dazu einmal mit Richtern an OVGs und am Bundesverwaltungsgericht aus. Und fünftens hätten Sie auch sehen können, dass diese Klageerwiderungsfrist dazu führen wird, dass die Gerichte noch dickere Akten bekommen werden, die Arbeitslast sich noch mal erhöht und in Einzelfällen die Präklusion sogar dazu führen wird, dass unbegründete Klagen erfolgreich sein würden. Das alles führt in Summe nicht dazu, dass Verwaltungsgerichtsverfahren kürzer werden, sondern dass sie länger dauern werden. Und schließlich doktern Sie auch an den völlig falschen Stellen des Motors herum, um ihn flotter zu machen. Die Beschleunigungsmöglichkeiten sind bei Verwaltungsgerichtsverfahren über Infrastrukturvorhaben schon heute weitgehend ausgeschöpft. Beim Bundesverwaltungsgericht dauern sie in der ersten Instanz weniger als ein Jahr, nämlich 11 Monate und 4 Tage im Schnitt der letzten 10 Jahre. Wer hier noch schneller werden möchte, muss vor allem in Personal und in digitale Ausstattung investieren. Und an diesem Punkt werden Sie seit Monaten Ihrer Verantwortung und Ihrem eigenen Versprechen aus Ihrem Koalitionsvertrag nicht gerecht. Ich zitiere, wir verstetigen mit den Ländern den Pakt für den Rechtsstaat und erweitern ihn um einen Digitalpakt Justiz. Und wenn es Ihnen wirklich darum ginge, Infrastrukturvorhaben zu beschleunigen, dann würden Sie doch nicht ernsthaft im ersten Schritt bei den Verwaltungsgerichten anfangen, sondern bei den Planungsbehörden. Die behördlichen Verfahren dauern 4 bis 5 Mal so lang wie die anschließenden Gerichtsverfahren. Hier liegen die wahren Gründe für überlange Planungs- und Genehmigungsverfahren. Und der Bahnkorridor Rotterdam-Genua, Herr Kollege Lieb, der scheitert doch nicht an Verwaltungsgerichten, der scheitert in den behördlichen Verfahren. Und auch hier geht es um mehr Personal, um eine bessere digitale Ausstattung der Planungsbehörden. Und es geht auch darum, viel zu kleinteilige und völlig überbordende gesetzliche Regelungen, insbesondere aus dem Europa- und Völkerrecht, zu entschlacken. Und diese Regelungen lähmen den Ausbau von Infrastruktur in unserem Land. Und ich wünsche Ihnen, lieber Herr Minister Buschmann, viel Erfolg dabei, diese Regelungen zu entschlacken. Und ich wünsche Ihnen vor allem viel Durchsetzungskraft gegenüber Ihrem grünen Koalitionspartner. Denn wir haben doch schon heute gesehen, während Sie sagen, LNG-Terminals sind der Prototyp, sagt uns der Kollege Benner Minuten später, das geht nicht überall, also schon wieder Blockade. Und dass ausgerechnet die Kollegen Benner und Gastel hier über marode Brücken und Schlaglöcher in Straßen fabulieren, setzt dem Ganzen noch die Krone aus. Denn an wen scheitert das vor Ort? An Bündnis 90 Die Grünen. Und wer stellt sich auch hier dagegen, dass wir hier mit Tempo gewinnen? Bündnis 90 Die Grünen. Fazit. Ihr Gesetzentwurf ist besser im Papierkorb als in der parlamentarischen Beratung aufgehoben. Melden Sie diese lahme Ente ab und bringen Sie sie schnellstmöglich auf den Schrottplatz. Denn damit starten Sie bei der Beschleunigung von Infrastrukturvorhaben keinen Turbo. Damit kommen Sie noch nicht einmal vom Fleck. Nächster Redner für die SPD-Fraktion, Robin Meserusch.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, wer Klimaschutz will, dem hilft nicht nur ein Windrad. Wer Klimaschutz will, dem helfen nur tausende Windkrafträder, besonders im Norden, aber auch in Bayern, hunderttausende PV-Anlagen flächendeckend, Wasserstoffelektrolyseure, Pipelines und Speicher, auch CO2-Pipelines und Speicher, Batteriespeicher, ausgebaute und intelligente Stromnetze, intelligente Stromzähler in jedem Keller und neue Umspannwerke für die größeren Netze. Ein Windrad macht noch keinen Sommer. Wir brauchen eine komplett klimaneutrale Energieversorgung. Und wer Klimaschutz will, dem hilft auch diese komplett klimaneutrale Energieversorgung nicht irgendwann, sondern jetzt. Und das haben wir alle gemeinsam, die vielen Leute in Deutschland, die sich für Klimaschutz einsetzen oder denen zumindest Klimaschutz wichtig ist. Das sind Großeltern, die sich eine gute Zukunft für ihre Enkel wünschen. Das sind Geschäftsführer, die in der Lage sind, über den Tag hinaus zu denken. Das sind Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die wollen, dass man ihnen zuhört. Und das ist auch Fridays for Future, die zu Recht laut sind. Und das sind im Grunde alle, die auch sehen, dass Strom, der aus Sonne und aus Wind kommt, günstiger und sicher ist als alles, was wir in Diktaturen in fernen Ländern aus dem Boden pumpen lassen können. Es geht also darum, dass wir jetzt eine neue und eben auch bessere Energieversorgung brauchen. Deswegen haben wir im letzten Jahr die Regeln geändert und wie am Fließband neue Regeln erlassen, wie wir schneller genau das schaffen. Und jetzt sind die Verwaltungsgerichte dran. Warum? Wir kriegen das Tempo für große Projekte nur hin, wenn eben diese Projekte nicht durch langatmige Gerichtsverfahren ausgebremst werden. Eins bleibt: In Deutschland, in deutschen Gerichten, wird jedes Anliegen ernst genommen. Und vor einem deutschen Gericht bleibt auch jedes Anliegen wichtig. Aber wir werden ganz klare Prioritäten setzen. Infrastrukturprojekte, die tausende Leute betreffen und die auch zukünftige Generationen betreffen, die sind eben dringender als andere Anliegen. Und die Gerichte müssen in der Lage sein, dieser Dringlichkeit gerecht zu werden. Das heißt, bestimmte große relevante Projekte, die landen in Zukunft direkt beim Bundesverwaltungsgericht, ohne sich erst mühsam dorthin zu klagen. Wir sagen, wir brauchen einen Vorrang und ein Beschleunigungsgebot genau für diese Projekte, weil die eben dringlicher sind als andere. Und wir sagen, wir können diese Verfahren, diese langatmigen Verfahren im Vorhinein besser strukturieren und auch darauf abzielen, ob man sich nicht einigen kann, bevor man sich über Jahre gegenseitig beklagt. Das ist das, was wir vorhaben. Es klingt vielleicht nicht so knackig, wie Lützi bleibt, aber es macht das Tempo knackiger, indem wir das Ziel erreichen, was wir in Deutschland teilen, was ganz, ganz viele Leute teilen, eben, dass wir es schaffen, klimaneutral zu sein, dass wir gemeinsam eine gute Zukunft haben. Haben Sie vielen Dank. Nächster Redner für die CDU-CSU-Fraktion, Felix Schreiner. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, in dieser Debatte ist schon vieles richtig gesagt worden. Natürlich ist in unserem Land beim Bau von wichtigen Infrastrukturprojekten oftmals alles zu langsam. Jeder von uns kennt die Diskussionen in seinem eigenen Wahlkreis. Ob bei mir am Hochrhein ist seit 50 Jahren mit dem Bau der A98 einer Autobahn alles strittig, wenn mal was fertig geplant ist, wird danach der Gerichtsweg bestritten. Wir haben in Stuttgart einen Bahnhof, Stuttgart 21, wo Verbände aus München gegen den Bahnhof in Stuttgart geklagt haben. Es ist eigentlich alles dazu gesagt, es wird geplant, es wird genehmigt und am Ende wird versucht, vor Gericht dagegen alles zu verzögern. Dabei geht es um die Glaubwürdigkeit von der Politik ganz konkret vor Ort. Und deshalb möchte ich als Infrastrukturpolitiker in einer Rechtsdebatte mir deshalb erlauben, dass es ausdrücklich anzuerkennen ist, dass der Bundesjustizminister zeigt, dass er zumindest gewillt ist, etwas für den Infrastrukturausbau in diesem Land zu beschleunigen.
Ich möchte aber auch ausdrücklich betonen, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Ampelkoalition, Sie werden am Ende dieser Legislaturperiode daran gemessen, ob Sie Ihr selbst gestecktes Ziel, nämlich die Verfahrensdauer mindestens zu halbieren, erreichen werden. Und deshalb kann diese Maßnahme nur der Auftakt eines ganzen Maßnahmenbündels sein, denn am Ende müssen weitere Maßnahmen zur Beschleunigung in unserem Land führen. Es müssen weitere Gesetze auf den Weg gebracht werden, weil trotz erheblicher finanzieller Mittel in den vergangenen Jahren in die Instandhaltung, in die Modernisierung der Verkehrs- und die Energieinfrastruktur stecken noch immer zu viele Maßnahmen im Planungs- oder im Genehmigungsprozess. Was wir brauchen, sind stringentere Planungsverfahren, es sind schnellere Verwaltungsverfahren, es sind kürzere Gerichtsverfahren, eine effizientere Bürgerbeteiligung, aber auch ein modernisiertes Natur- und Artenschutzverfahren, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und es ist in Verantwortung dieses Deutschen Bundestags als Gesetzgeber, dass wir weitere Potenziale, und das sage ich ausdrücklich, über die vier Beschleunigungsgesetze, die die Große Koalition in der letzten Legislatur erfolgreich auf den Weg gebracht haben, noch weiter vorantreiben werden. Weil bei der Infrastrukturpolitik haben wir doch kein Erkenntnisproblem. Wir haben definitiv ein Umsetzungsproblem. Und entscheidend für den Erfolg der Modernisierung unserer Infrastruktur sind nicht nur die Prozesse. Es ist insbesondere auch die Verfügbarkeit und die Zusammenarbeit mit den qualifizierten Fachkräften in den Gerichten, in den Verwaltungen, aber auch in den Ingenieurbüros und in den Bauunternehmen. Und deshalb gilt es jetzt auch im parlamentarischen Verfahren zu prüfen, ob es beim Bundesverwaltungsgericht nicht einen zusätzlichen Senat braucht, um die erstinstanzlichen behandelnden Klagen zeitnah abarbeiten zu können. Aber genauso ist es der FDP zu wünschen, dass es das, um was es wirklich geht, umzusetzen gilt, nämlich ein klares Bekenntnis dieser Bundesregierung zum Aus- und zum Neubau der Infrastruktur in Deutschland. Darum geht es nämlich in Wahrheit bei dieser Debatte. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich möchte mit Erlaubnis der Präsidentin zum Schluss ein Zitat des Bundesfinanzministers Christian Lindner von letzter Woche zum Abschluss kommen. Er hat gesagt, das Tempo LNG könnte endlich auch im Bundeskabinett selbst beginnen. Nehmen Sie diesen Gesetzentwurf zum Anlass, weitere Maßnahmen auf den Weg zu bringen und die Verfahrensdauer mindestens zu halbieren. Dabei werden wir Sie unterstützen. Herzlichen Dank. Nächster Redner für die SPD-Fraktion ist Daniel Rinkert, den ich heute ganz herzlich zu seiner ersten Rede hier im Hause begrüße. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren! Ziel eines Konfliktes oder einer Auseinandersetzung soll nicht der Sieg, sondern der Fortschritt sein. Dieses Zitat stammt vom französischen Moralisten Joubert und es ist heute relevanter denn je. Denn leider müssen wir aktuell in allen Teilen des Landes beobachten, dass der Sieg und nicht der Fortschritt im Zentrum von vielen Auseinandersetzungen steht. Viel zu häufig wird der Fortschritt und somit die dringend notwendige Transformation unseres Landes ausgebremst durch langwierige Verfahren, eigennützige Klagen oder auch durch nur vorgeschobene Betroffenheit. Mit dem vorgelegten Gesetzentwurf zur Novelle der Verwaltungsgerichtsordnung werden wir dafür sorgen, dass mehr Tempo bei der Transformation des Landes gemacht wird und zukünftig der Fortschritt deutlich wieder mehr Gewicht bekommt als der Sieg. In der vergangenen Woche haben wir als SPD-Bundestagsfraktion einen 6-Punkte-Plan zur Beschleunigung der Transformation beschlossen. Neben vielen anderen wichtigen Punkten haben wir darin auch klar zum Ausdruck gebracht, dass die stärkste Planungsbeschleunigung darin besteht, dass wir das Ausmaß an Rechtsstreitigkeiten minimieren. Diese führen nämlich nicht nur dazu, dass Verfahren blockiert, sondern zum Teil sogar gänzlich neu begonnen werden müssen. Dazu wollen wir gemeinsam mit den Ländern und unter Hinzuziehung der Wissenschaft Meditations- und Schlichtungsverfahren sowohl finanziell, personell als auch strukturell stärken. Wenn es uns gelingt, dadurch langwierige Gerichtsverfahren zu vermeiden, ist dies jede Anstrengung wert.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich komme aus dem Rheinkreis Neuss. Der Kreis liegt mitten im rheinischen Braunkohlerevier, eine Region, die mit ihren vielfältigen Industrie- und Gewerbeunternehmen zu den stärksten Wirtschaftsstandorten Deutschlands gehört. Eine Region, die aber auch vor großen Herausforderungen steht. Denn wir steigen 2030 und damit noch mal deutlich früher aus der Braunkohleverstromung aus. Das Thema Transformation beschäftigt die Menschen daher vor Ort tagtäglich. Damit diese auch gelingen kann, darf der technische Fortschritt nicht nur gebremst oder aufgehalten werden. Nein, er muss beschleunigt werden, liebe Kolleginnen und Kollegen. Meine Heimatregion hat erkannt, Strukturwandel bedeutet enorme Zukunftschancen. Dabei dürfen wir die Menschen und Kommunen vor Ort nicht hängen lassen, denn sie haben gute Ideen für die Zukunft. Schnelle Planungs- und Genehmigungsverfahren sind zentrale Voraussetzungen für die Umsetzung dieser Ideen und Entstehung neuer Zukunftschancen. Für die Ansiedlung innovativer Unternehmen, für die Schaffung neuer, guter und tariflich abgesicherter Arbeitsplätze, für die Umsetzung der Revier-S-Bahn und eben auch für die Umsetzung der Energiewende. Aus der Jahrhundertaufgabe in Arbeit, Gesellschaft und Wirtschaft für die vielen erfolgreich zu gestalten, werden wir als Koalition eine Jahrhundertchance machen. Herzlichen Dank, liebe Kolleginnen und Kollegen. Nächste Rednerin für die SPD-Fraktion, Dr. Nina Schell. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte direkt anknüpfen an meinen Vorrednern. Ja, es geht natürlich darum, aus den Klimaschutzerfordernissen nicht weiter eine Erzählung von Angst und Panik und dem Ende einer Fahnenstange zu beschreiben, sondern die Ermöglichung in den Mittelpunkt zu stellen. Das haben wir auch in unserem Fraktionspapier aus der Klausur herausgetragen. Die Ermöglichung, die Chancen auch für Arbeit mit Zukunft, für Frieden, dadurch, dass man dann nicht mehr auf fossile, endliche Ressourcen angewiesen sein wird. Diese Chancen, die müssen in den Mittelpunkt, aber dann müssen wir die Ermöglichung auch durchdeklinieren. Dann muss die Ermöglichung auch auf dem Rechtswege möglich sein. Dann muss auch ein beschleunigter Rechtsweg im Mittelpunkt stehen. Und deswegen, ja, das Wort Mosaikstein ist schon gefallen. Es ist ein Teil, ein wesentlicher Teil im rechtlichen Spektrum, aber es ist natürlich nicht der alleinige Teil. Und wenn man sich jetzt das umkehrt, wie es aus der Opposition heraus, aus dem reinen CDU-CSU heraus gerade geschehen ist, einfach umkehrt und sagt und so tut, als ob das jetzt das einzige Projekt zur Beschleunigung der Energiewende wäre oder der Transformation, das ist natürlich ein totales Missverständnis, eine Verkehrung der Umstände. Und das wissen Sie auch genau. Das ist billig und es gehört hier auch eigentlich nicht rein. Insofern, es ist ein Teil. Und wenn wir jetzt in dieser rechtspolitischen Debatte sind, widmen wir uns genau diesem Anteil, der auf dem Rechtswege an Beschleunigungsfaktoren gegeben ist. Es ist schon erwähnt worden, die Vorrangigkeit ist ein ganz wesentliches Element. Die Vorrangigkeit, das überragende öffentliche Interesse erneuerbarer Energien, das haben wir im EEG, im Erneuerbaren Energiengesetz, im Osterpaket verankert. Das ist historisch, dass das geschafft wurde. Und das jetzt zu verknüpfen mit den Rechtswegen, diese Verknüpfung, die wird jetzt geleistet durch dieses Gesetz. Und zudem auch die Beschleunigung, ich habe es schon erwähnt, ist natürlich auch eine wesentliche Sache. Und Herr Plum, wenn Sie sagen, das Bundesverwaltungsgericht sei ja schon flott, und das zum Maßstab erklären, dann verstehe ich nicht Ihre Kritik daran, dass wir den Weg zum Bundesverwaltungsgericht jetzt beschleunigen wollen. Ja, das macht keinen Sinn. Insofern haben Sie da offenbar nicht genau hingeguckt, was in dem Gesetz steht. Aber selbstverständlich, ich komme zurück zu dem Mosaikstein, es ist ein Teil. Und ich möchte noch mal an dieser Stelle darauf hinweisen, dass wir etwa auch noch vorhaben, weitergehende Novellen zu machen an Gesetzen, die in diesen Zeiten natürlich neu angefasst werden müssen. Dazu wird auch das Wind-an-Land-Gesetz nach unserer Überzeugung zählen müssen, weil wir natürlich diese Beschleunigungsfaktoren, die wir in der
Krisenzeit hier jetzt noch verstärkt zu spüren bekommen, dass wir uns unabhängig machen müssen von fossilen Ressourcen. Das muss natürlich auch bedeuten, dass wir noch schneller die erneuerbaren Energien gewinnen können und diese ausbauen können. Vielen Dank. Ich schließe die Aussprache. Interfraktionell wird Überweisung des Gesetzentwurfs auf Drucksache 5165 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Weitere Überweisungsvorschläge sehe ich nicht. Dann verfahren wir wie vorgeschlagen. Ich rufe auf den Zusatz.